Hoch die Hände, Dividende. Der Kanal für quantitative Analysen von Dividendenaktien. Hallo ihr Dividendenjäger und willkommen zu meiner Analyse der ADP, der Automatic Data Processing Incorporated. In diesem Video möchte ich mir die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens anschauen, um mir am Ende ein fundiertes Bild machen zu können, was ich denn maximal pro Aktie dafür zahlen sollte. Und los geht's wie immer mit einer kleinen Unternehmensvorstellung. Die ADP ist also ein IT-Service-Unternehmen und ist deshalb im Technologiesektor anzusiedeln. Der Umsatz betrug im letzten Geschäftsjahr ca. 14 Milliarden US-Dollar und dieser lässt sich zu ca. 70% im Segment Arbeitgeberservice zusammenfassen. Und hierunter versteht man Softwarelösungen für nahezu alle Bereiche des Managements von Personal in einem Unternehmen, also Plattformen für die Personalabrechnung, die Zeiterfassung oder die Reisekostenabrechnung, aber auch für das Talentmanagement und das allgemeine Mitarbeitermanagement, genauso wie Services im Bereich der Arbeitgeberleistungen oder aber im Bereich des Arbeitsrechts und des Datenschutzes. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass ADP für nahezu jeden Prozess im Personalzyklus eine entsprechende IT-Lösung anbieten kann. Und das spiegelt sich auch in den verbleibenden 30% wider, die im Bereich des Management-Outsourcings erzielt werden. In diesem Segment tritt ADP direkt ins Arbeitgeberverhältnis des entsprechenden Mitarbeiters ein, der für die jeweilige Managementaufgabe zuständig ist. Und dadurch kann ADP für seine Kunden gewisse Verantwortungen, aber auch Risiken übernehmen. Bei der geografischen Verteilung sehen wir nun, dass das Geschäft mit ca. 87% sehr stark USA-lastig ist und dann nur noch 9% auf Europa entfallen, 2% auf Kanada und dann noch 2% für den Rest der Welt. Zurzeit wird ADP an den Börsen mit einer Kapitalisierung von ca. 60 Milliarden US-Dollar bewertet und es handelt sich mal wieder um einen Dividendenaristokraten. Und die Entwicklung der Dividende schaue ich mir nun einmal an. Bei der Dividendenentwicklung sehen wir nun einen absolut vorbildlichen Verlauf von 1,17 Dollar im Jahr 2009 auf zuletzt schon 3,64 Dollar. Im 10-Jahres-Zeitraum entspricht dies einem jährlichen Wachstum von ca. 11% und in den letzten 5 Jahren hat sich das Dividendenwachstum mit 12% pro Jahr sogar nochmal leicht beschleunigt. Schaut man nun noch weiter zurück, dann entdeckt man, dass seit 1975 bereits durchgehend eine Dividende gezahlt wurde und obendrein wurde diese seitdem auch jedes Jahr erhöht. Und wie diese sensationelle Dividendenentwicklung finanziert wird, schaue ich mir nun einmal mit einem Blick auf die Ausschüttungsquote an. Die Ausschüttungsquote beziehe ich wie immer auf den Free Cashflow und das ist der Cashflow, der dem Unternehmen zur Verfügung steht, nachdem es alle notwendigen Investitionen in das bestehende Anlagevermögen getätigt hat. Dieser freie Cashflow kann also verwendet werden, um beispielsweise das Anlagevermögen zu erweitern, um Schulden zu tilgen oder aber um ihn an die Eigentümer auszuschütten. Der freie Cashflow von ADP entwickelte sich also von 1,5 Milliarden im Jahr 2016 auf zuletzt nun schon 2,4 Milliarden. Und hiervon wurden als Cash-Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet, ca. 900 Millionen im Jahr 2016 und im letzten Geschäftsjahr dann schon 1,5 Milliarden. Im Mittel der 5 Jahre beträgt die Ausschüttungsquote nur auf die Dividende bezogen somit 59%. Nun existiert neben der Cash-Dividende noch eine zweite Form der Gewinnbeteiligung und die Rede ist natürlich von den Aktienrückkäufen. Diese bezeichne ich immer gern als variable Ausschüttung, denn zum einen wird durch den Rückkauf die Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert, wodurch sich gleichzeitig der prozentuale Unternehmensanteil für die Bestandsaktionäre erhöht. Und zum anderen kann diese Ausschüttung variabel an die Unternehmenslage angepasst werden, ohne dabei den Status des Dividendenaristokraten zu gefährden. Für diese Aktienrückkäufer hat ADP in den vergangenen 5 Jahren also ca. 5,3 Milliarden aufgewandt und wenn man diese Ausschüttung nun in die Berechnung der Ausschüttungsquote mit einbezieht, so belief sich diese in den letzten 5 Jahren auf 114%. Eine Ausschüttungsquote von über 100% bedeutet also, dass die Aktienrückkäufe teilweise durch Fremdkapital finanziert wurden. Und ob das so gesund ist, schaue ich mir nun einmal mit einem Blick in die Bilanz an. Und hierfür zunächst zurück ins Jahr 2016. Und damals belief sich die gesamte Bilanzsumme auf ca. 43 Milliarden US-Dollar
und setzte sich zusammen aus ca. 4 Milliarden Eigenkapital, 37 Milliarden nicht zinstragendes Fremdkapital und aus ca. 2 Milliarden Finanzschulden. Dieser Riesenbatzen nicht zinstragendes Fremdkapital ist im Wesentlichen das Geld der Kunden, welches für die Personalabrechnungen zur Verfügung gestellt wird. Und somit stehen diesem Fremdkapital gebundene Barmittel in gleicher Höhe auf der aktiver Seite der Bilanz gegenüber. Und gebunden sind diese Mittel, da ADP sie in der Zeit zwischen dem Erhalt und der notwendigen Auszahlung in liquide und marktfähige Anlageprodukte investiert und damit nicht unerhebliche Zinseinkünfte erzielt. Das aber nur als kleiner Fakt am Rande, denn mich interessieren ja eigentlich nur die zinstragenden Finanzschulden. Denn verrechnet man diese mit dem Cashbestand, erhält man die Nettoverschuldung. Und da das Unternehmen im Jahr 2016 ca. 3,2 Milliarden eigene Cashreserven ausgewiesen hatte, belief sich die Nettoverschuldung somit auf rechnerische minus 1,2 Milliarden und somit war das Unternehmen damals netto schuldenfrei. Nun aber zurück zum aktuellen Geschäftsjahr, welches übrigens im Juni endet. Und in diesem belief sich die Bilanzsumme auf ca. 39 Milliarden und setzte sich zusammen aus 5,8 Milliarden Eigenkapital, 31 Milliarden nicht zinstragendes Fremdkapital und schließlich noch 2,4 Milliarden Finanzschulden. Den Schulden gegenüber stand noch ein Cashbestand von 1,9 Milliarden, womit die Nettoverschuldung zuletzt also 400 Millionen US-Dollar betrug. Nun erkennt man auch, dass die Nettoverschuldung in den letzten 5 Jahren um ca. 1,6 Milliarden Dollar angestiegen ist. Und zufällig ist das genau der Betrag, um den die Ausschüttungen den freien Cashflow überstiegen. Ganz allgemein sieht ein Anstieg der Verschuldung erst einmal nicht sehr nachhaltig aus, wenn man damit nur Aktien zurückkauft. Doch zum einen ist Fremdkapital aktuell sehr günstig und zum anderen kann man die Verschuldung eigentlich nicht beurteilen, bevor man sie nicht ins Verhältnis zur Ertragskraft des Unternehmens gesetzt hat. Dieses Verhältnis nennt man Verschuldungsgrad und die Ertragskraft messe ich anhand des EBITDAs, also dem Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibung. Und da die Ausschüttungsquote von ADP über 100% liegt, soll mein Grenzwert für den Verschuldungsgrad in diesem Fall bei 200% liegen. Diesen Grenzwert kann man auch als Zeitspanne interpretieren, die das Unternehmen bräuchte, wenn es sein gesamtes EBITDA zur Tilgung der Schulden einsetzen würde. In diesem Fall wären das also maximal 2 Jahre. Im Jahr 2016 betrug die Nettoverschuldung also minus 1,2 Milliarden und das EBITDA betrug gleichzeitig 2,4 Milliarden. Und das bedeutet, dass der Verschuldungsgrad damals nur rein rechnerisch minus 50% betrug. Viel wichtiger sind natürlich die aktuellen Zahlen und im letzten Geschäftsjahr betrug die Nettoverschuldung also 0,4 Milliarden US-Dollar, während gleichzeitig ein EBITDA von 3,5 Milliarden erzielt wurde. Und im Verhältnis bedeutet dies, dass der Verschuldungsgrad mit 12% quasi vernachlässigbar ist. Und somit kann die Ausschüttungsquote von 114% auch bedenkenlos akzeptiert werden. So viel zur Bilanz und zum Verschuldungsgrad. Und nun möchte ich noch einen Blick auf das operative Geschäft werfen. Das operative Geschäft bewerte ich anhand der operativen Marge. Und das ist das Verhältnis vom operativen Gewinn zum Umsatz. Und dies gibt Auskunft über die Rentabilität des Unternehmens. Hier also zunächst der Umsatz im Verlauf, der sich von 11,7 Milliarden im Jahr 2016 auf zuletzt schon 14,6 Milliarden entwickelte. Und dies entspricht einer jährlichen Steigerungsrate von ca. 5%. Im gleichen Zeitraum konnte man das EBIT, also das operative Ergebnis, von 2,2 Milliarden steigern auf zuletzt schon 3,1 Milliarden. Und pro Jahr entspricht dies einem Wachstum von 9%. Teilt man nun das EBIT durch den Umsatz, erhält man also die operative Marge und diese belief sich auf ca. 19% in den Jahren 2016 bis 2018 und konnte dann in den zurückliegenden 2 Jahren um mehr als 2% gesteigert werden. Für meine weitere Betrachtung halte ich somit mal eine mittlere operative Marge von ca. 20% fest. Die operative Entwicklung sieht damit sehr positiv aus und bevor ich nun versuchen möchte, mir meinen maximalen Kaufpreis der Aktie herzuleiten, gibt's hier nochmal eine kleine Zusammenfassung der bisher analysierten Unternehmenskennzahlen. ADP ist also ein IT-Service-Unternehmen, welches nun schon seit 45 Jahren durchgehend seine Dividende steigern konnte und dabei betrug das Dividendenwachstum zuletzt ca. 12% pro Jahr. Betrachtet man nur die Dividende, beläuft sich die Ausschüttungsquote auf 59% des Free Cashflow und wenn man noch die Aktienrückkäufe als Ausschüttung mit einbezieht, so erreicht die Ausschüttungsquote 114%.
Diese hohe Ausschüttung ist allerdings vertretbar, da sich die Nettoverschuldung nur auf 12% des EBITDA beläuft. Auf der operativen Seite ist ein jährliches Umsatzwachstum von ca. 5% zu verzeichnen, das EBIT wächst mit ca. 9% pro Jahr und die operative Marge lag zuletzt bei ca. 20%. Und nun zeige ich euch, wie ich mir den maximalen Kaufpreis der Aktie herleite. Und hierfür wähle ich einen statistischen Ansatz, indem ich mir die Dividendenrendite der letzten Jahre einmal anschaue. Und diese verlief seit 2001 exakt so. Wir sehen nun also, dass die Dividendenrendite in den ersten 10 Jahren des Jahrtausends von unter 1% auf über 3% anstieg und sich dann aber in den zurückliegenden 10 Jahren in dem Bereich zwischen 3 und 2% etablierte. Um nun einen sinnvollen Mittelwert der Dividendenrendite zu erhalten, glätte ich die Kurve mit einem gleitenden Durchschnitt für die letzten 10 Jahre und erhalte damit diesen Verlauf und erkenne nun, dass dieser Mittelwert aktuell bei 2,5% liegt und diesen möchte ich nun als historische Dividendenrendite definieren. Eine weitere Erkenntnis aus diesem Diagramm ist die Information über die Stabilität der mittleren Dividendenrendite. Denn nur wenn diese ansatzweise konstant ist, macht das überhaupt Sinn, sein Bewertungssystem darauf aufzubauen. Und messen kann ich diese Stabilität nun mit Hilfe der relativen Standardabweichung der mittleren Dividendenrendite. Und diese beträgt bei ADP 9,8%, was nun kein Spitzenwert ist, wie zum Beispiel bei AT&T, aber doch als solide bezeichnet werden kann. Und nun habe ich doch tatsächlich alle Kennzahlen beisammen, um mir meinen maximalen Kaufpreis der Aktie herzuleiten. Und hierzu starte ich bei der historischen Dividendenrendite von 2,5%, welchen ich nun in der Regel mit einem Sicherheitsaufschlag von 25% beaufschlage. Abhängig von den Unternehmenskennzahlen passe ich diesen Aufschlag nun nach oben oder nach unten an. Und bei ADP gefällt mir insbesondere das zweistellige Dividendenwachstum und der quasi nicht vorhandene Verschuldungsgrad. Und obendrein ist das Unternehmen im IT-Sektor tätig, dem ich allgemein sehr positiv gegenüberstehe. Für jeden dieser Punkte möchte ich die Margin of Safety nun um jeweils 5% verringern, wodurch ich nun also die historische Dividendenrendite noch mit 10% beaufschlage und meine Zieldividendenrendite von 2,7% erhalte. Um diese Zieldividendenrendite nun bei einer aktuellen Dividendenzahlung von $3.64 auch zu erreichen, dürfte ich so nicht mehr als $133 pro Aktie bezahlen. Auf dem gleichen Berechnungsweg kann ich nun auch den historisch fairen Preis ermitteln, indem ich einfach die aktuelle Dividende durch die historische Dividendenrendite teile und somit bei einem historisch fairen Preis von $146 lande. Diese Berechnung lässt sich nun auch nochmal schön grafisch darstellen, wenn man wieder zurück ins Diagramm der Dividendenrendite springt. Und hier nun die Zieldividendenrendite im Verlauf mal mit aufträgt. Diese soll also bei 2,7% liegen und man erkennt nun, dass die Aktie in den Jahren kurz nach der Finanzkrise teilweise deutlich über der Zieldividendenrendite notierte und sich dann aber seit 2014 durchgehend darunter bewegte. Durch die aktuell sehr turbulente Marktlage sprang die Dividendenrendite dann im März diesen Jahres auf über 3% an und notierte zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos bei 2,6%. Und liegt damit nur knapp unter der Zieldividendenrendite. In Aktienpreise ausgedrückt stellt sich das Ganze nochmal wie folgt dar. Zu $146 halte ich die Aktie für fair bewertet, für $133 würde ich die Aktie kaufen und aktuell notiert sie mit $138 knapp über dem Zielpreis. Und das war's jetzt auch von mir zu ADP. Ich hoffe, ich konnte euch den ein oder anderen interessanten Denkanstoß liefern zu dieser, wie ich finde, sehr interessanten Aktie. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne liken, teilen und abonnieren. Und wenn du über neue Videos von mir benachrichtigt werden möchtest, dann solltest du auch noch die Glocke aktivieren. Jetzt aber wirklich genug von mir. Danke und tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hoch die Hände, Dividende!